Einen wunderschönen guten Abend, liebe Damen, liebe Herren und natürlich liebe Netzwerker. Das ist ja der Grund, warum wir uns hier heute in der wunderschönen Event-Location im Goya zusammengefunden haben. Erstmal herzlich willkommen natürlich. Sie dürfen übrigens auch gerne näher an die Bühne rankommen. Keiner weiß, dass ihr sie heute zum Netzwerken gedacht. Ladies and gentlemen, I may very warmly welcome you to the 20th Business After Network Get-Together. Now you can come very close to the stage as well, now, so we can see you. And yes, this is the 20th time, and enjoy. Zunächst, genau, klatschen dürfen Sie zunächst. Zunächst möchte ich Sie aber dann danach auf unseren Nussknacker aufmerksam machen, der jetzt hier gerade auch schon angesprochen wird. Das ist John Mann, liebe Damen und liebe Herren. Das nennt sich heute auf Neudeutsch Walking Act. Er läuft ein bisschen durch die Gegend, der spricht noch nicht, vielleicht in einer Stunde. Da dürfen diesen Herren gerne ansprechen. Der schlüpft nämlich auch gerne mal in andere Rollen, zum Beispiel Candyman und sowas nennt sich dann Doll, glaube ich. Well, it's called a living doll, that's right, that's Mr. John Mann. He is a living doll, you can actually book him. Tonight he is a nutcracker, as you can see, and yeah, well, he can be a Candyman too, and he will freeze for the rest of the night. Das globale Business Network Internations haben wir heute zu Gast. Und das ist nämlich auch der Grund, Sie wundern sich vielleicht ein kleines bisschen, dass ich Deutsch spreche und meine Kollegin Englisch. Aber es ist heute ja alles sehr international, nicht nur deutschsprachig. Deswegen trainieren Sie Ihr Englisch und heißen Sie auch die internationalen Kontakte willkommen. Now you may wonder, the ones of you that have never been here, why we do this tonight in English and German. Well, we have a new cooperation partner, it's called Internations. It's a global networking platform, and that is exactly why we are doing a German presentation and an English presentation, so our guests can understand this as well. Wir sind übrigens Sarah Maria Breuer und Mila Davila. Und wir dürfen natürlich unseren Gastgeber des heutigen Abends nicht vergessen. Begrüßen Sie zusammen mit uns den Gastgeber. Please welcome with us, Peter Schuller. Ich versuche mal. Well, now for everybody coming from Internations, we're just shortly introducing ourselves. My name is Mila Davila, I'm an actress and a presenter, just as my colleague, Sarah Maria Breuer. Wunderbar. Which auf Englisch klappt. Wir haben aber parallel seit knapp 2 Jahren hier in Berlin das Netzwerk auch über Xing. Wer ist Xing da? Die ganze Zeit? Which one is like Xing? Perfect. Müssen wir übersetzen? Nein, oder? Right, I think everybody understood this part. We were wondering who of you is a member of Xing that is speaking English. All right, there's, I can see one person. Congratulations, two. Okay, perfect. So, well, we are talking about business networking on all levels, online, offline. Tonight we will be offline, but we will enjoy ourselves even more. Schubert ist wieder hier auf der Bühne. Vielleicht haben Sie diese 5 Mädels auch schon mal gesehen hier heute Abend mit den Militäroutfits. Und ich frage, was machen die eigentlich hier? Diese Mädels tanzen. Sie sind nämlich die Hip-Hop-Dance-Crew She Moves. Wow, we got some fans already! Lots of fans! Woo! Shout a bit louder! Now maybe you've seen the girls in the military dresses. They are not some, well, they are actually dancers, even if they don't look like dancers, and they dance hip-hop, finest of hip-hop. And they're gonna show us a very nice performance in just a minute. Und ich würde sagen, Mädels, stellt euch in Position. Ihr dürft jetzt und nachtanzen ist später erwünscht. Also bitte die Choreografie merken. Viel Spaß. Das sind Sheet Moves. Enjoy. Thank you.
Und ich habe hier als nächsten Gewinner Victoria Baxter. Die Firma heißt Die Wohntun. Victoria, are you here? Maybe you should join us right now. Oh, there's somebody coming. Den Weg. Und der nächste Gewinner, hast du schon einen? Der nächste Gewinner ist eine Dame. Und zwar haben wir Sabine Langer. Sie hat uns keine Firma hier notiert. Sabine Langer, da kommt sie. Mila, sag uns den nächsten. Der nächste Gewinner heißt Horst, ich kann es nicht genau lesen. Ich Beckmann glaube, oder Beckmann Bechmann heißt es, glaube ich. Oder Beckmann. Der Mann ist Rechtsanwalt, der muss auch ordentlich schreiben. Auch Beckmann, da haben Sie vollkommen recht. Beckmann. Beckmann, jetzt wissen wir Bescheid. Als so. Nächstes haben wir Katharina Tietze. Wo ist sie? Keine Firma hinterlegt. Da kommt sie. Aha. So jung und schon gewonnen. Das ist da vorne. Das ist zwei eigentlich sagen. Wieso? Hast du schon mitgemacht? Es ist das erste Mal für uns drei zusammen. Normalerweise haben sie immer alleine gemacht. Wenn wir uns hinstellen, sind wir wie die Orgelpfeifen, glaube ich. Bei Patrick sieht, glaube ich, gut aus, optisch gesehen. Man könnte die zwei Damen auch alleine schicken, ich weiß es. Ich habe zu danken heute Abend. Sarah Maria Breuer, ladies and gentlemen! Mia Davida! Mia Davida von TV. Ob alte Jugend oder Sarah? Oder komm. Ach, komm auch. Ja, ist auch schön. Also wir werden nochmal gucken. Wir schauen uns das Video auch an von heute Abend, was passiert ist. Aber alle werden wir jetzt ab 22.30 Uhr richtig feiern. Aftershow-Party ist angesagt. R&B, Hip-Hop, Soul, Funk. Mario Palladini, an international song, is always in the house. So enjoy the night. Danke, den beiden Damen. Jetzt beginnt der gemütliche Teil. Um 4 Uhr gibt es Mutterschuppe für alle, die durchhalten. Also dranbleiben. Party tonight! Danke für Afternetwork.